Heute haben sie ganz besondere Technik mit an Bord. Denn Albert Segers und Christiane Beverborg von der Autobahnpolizei Ahlhorn haben heute ganz besondere Verkehrssünder im Auge. Wir haben jetzt hier oben eine handelsübliche Actionkamera angebracht, mit der wir problemlos in die Fahrerkabinen von Sattelzügen filmen können. Auf dem Beifahrersitz liegt das dazugehörige Tablet, dokumentieren den ganzen Verstoß und können den dann im Nachhinein auch dem betroffenen Fahrzeugführer zeigen. Dazu fahren sie auf die A1 zwischen Bremen und Osnabrück. Wir achten jetzt hier auf die Sattelzüge, Sprinter etc., haben von hier aus einen super Blick in die Fahrerkabinen und können dann eben über die Beifahrerseite den Fahrer beobachten, wie er dann vielleicht ein Handy in der Hand hält oder in irgendeiner Form abgelenkt ist. Ihr Posten ist gut gewählt. Kaum jemand sieht sie, aber sie können jeden vorbeiziehenden LKW sehen. Durch das Seitenfenster kann man durch den Lichteinfall gut sehen, was er gerade macht. Jetzt hat der Kollege den schwarzen LKW da entdeckt und der Fahrer ist vermutlich mit dem Handy. Der Fahrer von dem schwarzen LKW mit dem Bagger hinten drauf hatte ein Smartphone in der rechten Hand in Höhe des Lenkrads. Jetzt schauen wir mal, ob er das gleich immer noch hat. Jetzt wollen die beiden den schwarzen LKW einholen und vor allem überholen. So, ich warte jetzt noch einen Moment, dass ich dann auch nicht so viele fremde Fahrzeuge mit auf dem Video habe. So, läuft. Jetzt kann man hier schon schön. Jo, da sieht man es ganz herrlich. Er hat es gemerkt, oder sie, das kann ich nicht genau erkennen. Wir haben jetzt das Signal bitte folgen nach hinten gegeben. Deswegen haben wir auch jetzt diesen Piepton, um dem Fahrer des LKWs zu signalisieren, dass wir ihn jetzt hier an der Anschlussstelle von der Autobahn mitnehmen wollen, um ihm dann den Vorwurf zu machen mit dem Handy. Wer bei Tempo 80 nur 5 Sekunden auf sein Handy schaut, ist mehr als 100 Meter lang im Blindflug unterwegs. Die Folgen können fatal sein. Hallo. Moin. Die Autobahnpolizei Ahlhorn. Sprechen Sie Deutsch? Ja, klar. Ja, klar. Einmal bitte die Tür aufmachen. Dann hätte ich ganz gerne Führerschein, Fahrzeugschein gesehen. Herr, wir standen auf dem Parkplatz. Den haben Sie passiert. Da haben wir gesehen, dass Sie ein Smartphone in der rechten Hand gehalten haben, auf dem Sie rumgetippt haben. Sind dann hinter Ihnen hergefahren, haben aufgeschlossen, neben Ihnen hergefahren und haben den Verstoß auch sogar mit einem, mit einer Actionkamera dokumentiert. Sie haben einen festen Wohnsitz hier in Deutschland. Genau. Dann ist das relativ zügig gemacht. Sie bekommen dann Post nach Hause. Und in der Zeit, in der ich es mir notiere, können Sie sich einmal überlegen, ob Sie sich äußern wollen, ob Sie sich nicht äußern wollen. Es ist ein deutscher Fahrzeugführer auf einem holländischen Sattelzug. Aber weil er eben Deutscher ist und einen Wohnsitz hier in Deutschland hat, können wir ihm einen Datenermittlungsbeleg über den hiesigen Landkreis zukommen lassen. Das wird eine Ordnungswidrigkeit, die mit 100 Euro angesetzt ist. Und wenn es jetzt ein ausländischer Sattelzugführer wäre, würden wir ein Bußgeld in Höhe von 125 Euro erheben. Das sind die 100 Euro und plus die 25 Euro Gebühren, die dadurch entstehen. Das ist natürlich auch nicht richtig. Ja? Also, ne? Man sollte die Augen direkt auf der Straße haben und nicht irgendwo auf dem Telefon oder sowas. Ne? Also, aber man macht es halt manchmal trotzdem und ja, was will man tun? Aber es ist gut, dass es Kontrollen gibt. Ich meine, es gibt genug Unfälle. Natürlich ist es blöd, wenn es einen selber erwischt, aber ja, ist halt so. Haben wir die Dokumente zurück? Ja, danke. Ja. Wie wollen Sie sich äußern oder wollen Sie sich äußern? Gar nicht. Gar nicht, ja, okay. Wollen Sie das Video übrigens noch sehen? Habt ihr eins da? Ja. Nee, gerne. Warte, ich nehme nur eine Maske mit. Ist nur auf dem kleinen Tablet, da ist es immer relativ schwierig zu erkennen. Die Auflösung auf dem späteren Monitor am Computer ist dann natürlich noch wesentlich besser. Haben wir einmal das Video für ihn? Hallo. Moin. Ja, tatsächlich ist es hier auch. Wenn wir das schon mal haben. Das habe ich, ihm schon gesagt. Genau. Das ist er ja auch noch gar nicht, ne? Hm? Genau. Moment. Stimmt, das ist der Bagger. Ja.
schließen jetzt auf ihren Sattelzug auf. Und da sieht man im Prinzip, dass ihre rechte Hand auch oben ist. Ne? Da. Ja. Und da können Sie sich dann auch mal überlegen, ob es Sinn macht, da dann gegen vorzugehen. Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Das, Wir haben noch eine schöne Postkarte für Sie. Da steht halt drauf, Stopp, die Ablenkung halt zu unterlassen. Und auf der Rückseite ist einmal aufgeführt, dass es 100 Euro gibt. Mhm. Mit Verwaltungsgebühr zahlen Sie 125 Euro, gibt einen Punkt. Und im Fall von Verschärfung, also tatsächlich, wenn man einen Unfall bauen würde, wäre es halt noch viel schlimmer. Mhm. Wobei bei Lkw-Fahrern ist das Problem, wenn Sie einen Unfall bauen, durch die Ablenkung wird es in der Regel nicht mehr dazu kommen, dass Sie dieses Bußgeld zahlen müssen, weil Sie... Man sitzt ziemlich nah. Genau, da haben Sie andere Probleme. Am Ort des Geschehens, ja, das stimmt. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, wir Ihnen auch. A1, A2 ist überall schlimm. Ne? Also ich bin selber im Abschleppdienst tätig gewesen, habe selber solche Unfälle weggeschleppt. Ja, also von daher kennt man das. Ne? Christiane Beverborg und Albert Segers fahren zurück auf die Autobahn und entdecken sofort den nächsten Handysünder. Ja, Handy. Ich hab ja, Handy. Er hier, ne? Den können wir direkt mitnehmen. Holländer. Ja, er hat das Handy in der Hand. Ja. Während der Fahrt. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und ihr einmal Führerschein, Fahrzeugschein und Ihren Ausweis bitte. Also wie gesagt, ich mache jetzt ein Protokoll fertig. Für Sie ist ein Bußgeld in Höhe von 125 Euro fällig, was Sie hier vor Ort zahlen müssen. Das ist die sogenannte Sicherheitsleistung. Okay, geht das mit Karte? Ja, mit Karte ist überhaupt kein Problem. Der Mann aus den Niederlanden ist einsichtig. Albert Segers hat für Telefonieren am Steuer kein Verständnis. Da muss einfach nur vor mir jemand einfach auf die Bremse treten, leicht, weil sich vor ihm irgendwie was verzögert. Ich habe null Möglichkeit mehr darauf zu reagieren und fahre wirklich ungebremst auf diese Stauende auf. Und da ist es egal, ob ich im Pkw sitze oder im Lkw. Ungebremst auf ein vorausfahrendes oder stehendes Fahrzeug auffahren ist immer verbunden mit schwersten Folgen, im schlimmsten Fall sogar mit dem Tod. In der Zwischenzeit notiert Christiane Beverborg die Daten des Fahrers. Ich muss gestehen, ich habe da teilweise Verständnis für. Es ist absolut nicht in Ordnung, aber die sitzen wirklich tagelang auf ihrem Truck. Und das ist deren Zuhause. Aber es ist nun mal verboten und dadurch passieren schwere bis tödliche Verkehrsunfälle. Ich finde, der hat auch extrem auffällige Pupillen. Ne? Ich auch. Der sieht total verschlafen aus. Du kannst mir mal einen Drogentest anbieten. Ja. Oder? Ja. Würden Sie einmal kurz runterkommen, bitte? Ich finde, Sie haben sehr, sehr auffällige Augen. Ja, das stimmt, das habe ich immer. Das habe ich immer. Ja, sind Sie mit einem freiwilligen Drogentest einverstanden?